So, jetzt geht's weiter mit Minecraft. Ja, wir waren ja dabei, hier auf den Berg raufzugehen, und das werde ich jetzt so gleich mal weitermachen, weil wir, oder ja gesagt, ich wissen wollte, was da oben alles ist und ob wir uns dann eine Bude bauen können. Morsane. Da springe ich mal hier rauf. Bisschen hochbuddeln. Ach, genau, wir haben ja eine Schaufel dabei, die kann ich dann ja mal eben auswählen, dann geht das ja alles viel schneller. Hallo, Schaf. Du möchtest sterben, habe ich gehört. Nein, fall doch nicht. Oh, du bist so doof. Oh, da ist ja eine Wüste. Uiuiui. Das sieht ja gut aus. Aha, interessant, interessant. Ich bin im Moment auch, wow, am Überlegen, ob ich die, also am Anfang der Parts immer ankündige, dass es weitergeht und am Ende mal Tschüss sage, aber ich glaube, ich werde das lassen, weil dafür bin ich eigentlich viel zu faul. Ah, naja. So, wo können wir uns denn jetzt ein schniekes Plätzchen aussuchen? Da hinten sieht das so öde aus, da ist Wüste. Da unten vielleicht? Also, na, das ist ja unsere Hütte. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Was ist denn hier? Wenn ich hier mal so eben lang laufe. Uhuhu. Das ist alles so hügelig. Ich mag das nicht, wenn das alles so hügelig ist. Dann werde ich mal weiterlaufen und mir ein schönes Plätzchen suchen. Ich werde jetzt nochmal eben hier die Kohle abbauen. Ja gut, das war nicht viel. Und dann nehme ich jetzt gleich noch das Haus auseinander. Und dann geht's weiter. Am besten, ich suche mir so ein kleines Waldstück, was so ein bisschen abgelegen ist. Das hat nämlich ein bisschen mehr Flair, finde ich. Das reimt sich. Okay, wo war jetzt unser Haus? Da unten ganz. Ach du. Jemine. Jetzt tut's weh? Ja, ich wusste es, ich kann hell sehen. So, ich nehme das hier jetzt einfach mal mit. Können wir alles gebrauchen. Ich hasse das, dass die Kohlevorkommen immer so riesig sind. Da gibt es dann immer so viel abzubauen. Das sind ja, gibt ja auch welche, die sind so 20 Klötzel groß. Oder sogar noch mehr. Oh. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock, das hier alles abzubauen. Das dauert mir viel zu lange. Ich bin in der Hinsicht eher so ein hektischer Typ. Bei mir muss immer alles schnell gehen. Also, alles spielerische. So, hier sind jetzt ein paar Schweine. Dann mache ich mir gleich mal eben noch ein Schwert fertig. Und schlachte die und hau dann ab. Weil ich mag das nicht, wenn das hier alles so verhügelt ist. Außer. Nee, das mache ich jetzt doch nicht. Ich hatte mir gerade irgendwie so überlegt, dass ich mir vielleicht so Hängebrücken darüber machen könnte. Aber das ist zu viel. Also die sind zu weit auseinander, sagen wir mal so. Das wird dann nicht so viel Spaß machen. Ich muss ja auch so einen kleinen Anreiz haben zum Zocken. So, ihr süßen Tiere, wo seid ihr? Ja, Wolle habe ich erstmal genug. Da kümmere ich mich dann drum, wenn ich eine Schere habe. Nach, obwohl, das können wir doch auch eben schnell töten. Du musst es nicht so lange leiden. Okay, die Schweine, die halten mehr aus als die Schafe. Und die Hühner, die halten sowieso nichts aus. Oh ne, jetzt hat das auch mit ausgehalten. Mysteriös. So, jetzt habe ich hier alles aufgesammelt. Und ich werde jetzt mal eben kurz gucken, ob man die Maus so ein bisschen langsamer machen kann. Genau da. Ja, gut. Das ist mir sonst alles zu wild. Das mag ich dann auch wiederum nicht. So, dann mache ich mich hier jetzt mal bei, das Haus abzubauen. Holzhacken gehen sind so schnell, die sind so effektiv. Das ist echt die beste Erfindung, die es gibt. Die Holzhacke. Ich hoffe, die ist gleich schnell kaputt. Kann ich mir nämlich eine Steinhacke machen und dann geht das auch.
hoffe mal, jetzt am Ende dieser Folge hört man den Timer nicht. So wie beim letzten Mal. Da wurde ich nämlich so laut, weil ich mich ziemlich erschreckt hatte. Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Weil wenn ich zocke, dann hänge ich immer so 50 cm vorm Bildschirm und wenn dann unter mir irgendein Wecker losgeht, dann ist die Kreischgefahr ziemlich groß. Kreischgefahr. Nein! Na, okay, doch! Doch! Sie ist kaputt gegangen, endlich. So. Man muss ja alles zu Ende benutzen. Das hat man nur unnötig Platz im Inventar und das wäre ja auch ganz schön Verschwendung. Eine ganz schöne Verschwendung, meine ich, natürlich. Mein Deutsch ist gut. Da dürfte ich nichts gegen sagen. So, wie lange brauche ich hier denn jetzt noch? Oh Gott, das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Au. So. Ach, juhu, noch drei rein. Na, die Sonne geht auch schon unter. Na, super. Das freut mich ja, ja jetzt total. Ich glaube, dann buddel ich mich gleich eben schnell in den Berg rein. Klopp da. Also mal einfach nur einen Gang. Klopp da eine Fackel rein und das Bett. Dann penne ich da. Und dann geht's dann nach der Nacht auch sofort weiter. Nur ich muss mir dann erstmal ein neues Fleckchen suchen, bis ich mich niederpflanzen kann. So, das hier ist jetzt. Wow! Hoppala. Da habe ich meine Axt gedroppt. Aber macht ja nichts. Das kann man ja alles wieder aufsammeln. So, jetzt noch die Reihe und die und dann hat sich das. Und wie Sie sehen können, haben wir hier eine mysteriöse, schwebende Crafting Box. Crafting Table Box. Kann man das so sagen? Ist das okay? Ich hoffe jetzt einfach mal. So. Dann buddel ich mich mal hier rein, dann kann ich die Kohle gleich mitnehmen. Ja, das müsste reichen. Okay, eine Reihe kann ich noch machen. Dann nehme ich hier eben den Stein. Klopf das hier dicht. Batsch da mal eben eine Fackel ran. Und bevor ich schlafen gehe, baue ich hier nochmal die Kohle weg. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So ist besser. Und dann baue ich das Bett auf den Boden und dann lege ich mich schlafen. So, siehst du wohl. Das wäre dann auch schon mal erledigt. So, mein Bett habe ich hier. Das lege ich natürlich jetzt mal dahin und jetzt schlafe ich mal eben. Rapp, dapp, dapp, dapp. Da kann ich hier eben was trinken. Scheiße, ich habe gekleckert. Ah, ich kann gut trinken. Das sagt mir jeder, der mich schon mal trinken gesehen hat. Bah. Läuft diese ganze Scheiße jetzt neben meinem Mund runter. So. Jetzt klebt das. Scheiß Sprite. Na egal. So lässt sich's auch leben. Ey, du olle Schaf. Oh, was haben wir hier denn? Ach, so eine kleine Grotte. Die ist ein bisschen unwichtig. So, jetzt latsche ich jetzt einfach mal durch die Einöde. Ich kann ja sprinten, ich habe ja genug zu essen dabei. Und vielleicht finden wir irgendwas Tolles. Hoffentlich. Okay, da hinten sind Berge. Und da. Oh, das sieht ja gut aus. Das ist so eine kleine Einbuchtung im Felsen. So, jetzt haben wir wieder genug. Und da sind Kühe. Oh nein, da ist ja ein Meer. Verdammte Scheiße. Ja, okay, die Kühe kann ich aber trotzdem mal eben töten. Da gibt es dann ordentlich Fleisch. Ne, das sind Schafe. Was ich mir alles einbilde. So, danke Kuh. Okay, wenn der Fluss hier jetzt ins Inland reingeht, dann kann ich dem ja eigentlich folgen. Weil dann müsste auch sicherstehen, dass hier irgendwann was Ordentliches kommt. So, und was ist das hier? Das hier ist ja mal ein super toller
Schattenfehler. Ach ja, wie ich diese Bugs liebe. Ach toll, was ist das denn für ein Fluss? Ne, weiter geht da auch nicht, aber hier haben wir ganz viele Schweine. Ach du heilige Mutter Maria. Das gibt hier ordentlich Fleisch. Hoffe ich. Bis jetzt wurden aber noch nicht viel gedroppt. Ja, das ist nicht so schlau, das Fleisch springt. Das Fleisch. Ich bezeichne Schweine als Fleisch. Was ist mit mir denn los? Das Schwein meint die natürlich. Das springt da einfach runter. Ah, okay, hier geht der Fluss weiter. Hm, der Sand sieht gut aus. Der gefällt mir. Dann hier haben wir einen großen See. Wow. Ich will nicht baden. Ich mag es zu stinken. Was haben wir da hinten? Denn geht's da auch in so ein hässliches Meer? Was ist das denn? Ach, das ist Kies. Ach so, okay. Oh, eine Unterwasserhöhle. Das ist ja auch schön. Ja, hier ist... Nee, hier ist doch nicht Meer. Also doch kein Meer, meine ich. Hier ist Lava. Und ein großer See. Ich kann mir ja ein Haus am See bauen. Da hinten! Da hinten, da sind Bäume! Bäume! Haha, ich mag Bäume. So, da werde ich jetzt gleich mal hingehen. Aber vorher werde ich noch die Schweine hier töten. Denn ich bin so böse! Stier, du! Mistvieh! Du auch! Danke! Oh ja, komm, gib mir deine EP und dein Fleisch. Frischfleisch. Okay, der gibt nur EP. Die können wir aber auch irgendwann für Verzauberungen gebrauchen. Ah, so. Oh, da sieht das ja schön aus. Das Gras ist da auch schön. Nicht zu hell und nicht zu dunkel. Okay, hell ist es eigentlich schon, aber das macht ja nichts. Oh ja. Om nom nom. Dann könnte ich ja eigentlich hier ein Haus hinbauen. Also, so wie das da aussieht. Jo, hier ist ein ganz schön großer Wald. Ich glaube, ich baue mich hier mal eben kurz hoch, um zu schauen, wie groß der ist. Das lässt sich ja machen. Also einen eigenen Wald vor der Haustür, das ist doch auch gut. Ach, du liebe Güte. So, da muss ich mal eben raufspringen. Ach jo, ach jo, ach jo. Da kann man aber eigentlich auch noch ganz schön weit reinlaufen. Ey, aua. Ich begebe mich mal noch ein bisschen weiter hier hin. Mal sehen, was uns da so erwartet. Ich bringe mich hier ja gerade um. Was soll das denn? Bin ich doof oder was? Schon wieder. Immer diese Geister. Hier ist auch so ein kleiner idyllischer See. Die Pampa ist das hier. Aber mir gefällt das hier. Hier ist ein schönes Gebiet. Höhlengeräusche. Das heißt, wenn ich mich hier weiter runterbaue, dann müsste vielleicht eine Höhle kommen. Mal schauen. Oh ja. Oh! Fick dich, fick dich! Okay, hier haben wir schon mal eine Höhle gefunden. Okay. Auch gut zu wissen. So, wo geht's denn hier rein? Da ist so ein kleines Tal. Ich mache mir hier mal so einen kleinen Marker hin, damit ich weiß, wo ich dann hin muss zu der Höhle. Aber wenn hier eine Höhle ist, dann ist das hier eigentlich ein ganz schön perfektes Plätzchen, ne? Schaffe ich das? Ah, nein, schaffe ich nicht. Schade. Und der Berg dahin ist abgehackt. Oh, das ist ja ein schöner Berg. Na, ich laufe trotzdem nochmal ein bisschen weiter. Mal schauen, wo uns die Winde hingeleiten. Ach, so eine poetische Sprache. Super. Ich könnte echt Poet werden.